So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources in unserer kleinen wunderschönen Stadt. Die hat immer noch keinen Namen, aber wir machen jetzt mal einen Namen hier. So, ich mag das nicht an, dass sie keinen Namen hat. Lyoslav. Nee, pass mal auf, wir machen das mal ganz. Sie ist ein bisschen mit Kreisverkehr in der Mitte und so ein bisschen abgehen. Sagen wir mal hier, pass mal auf. Oh, warte mal. Sternstadt. Passt doch. Ne? Und dann warte mal. Oh ne, warte mal. Noch besser. Bergdorf. Stadt Bergdorf. Hä? Okay. Immerhin. Wir haben diesen Namen gefunden. So, ja, schon mal nicht ganz verkehrt. So, Bergdorf ist hier. Großartig. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Wissen wir auch, wo es ist. So, Polente ist auch fertig. Fehlt uns noch ein Autochen. Ne, das Gerichtsgebäude ist das hier. Polente ist da. Jo, pass mal auf, wir kriegen ein Auto. Warte mal, das hier. So, ne? Guck mal, 4 Autos, ne? Wir sind ja mal ein bisschen großzügig. Ist hier gerade Harley-Davidson-Treff oder sowas? Meine Güte, die machen Krach, die Dinger, ne? Furchtbar. So, haben wir. Jetzt sind wir am... Da fällt mir der Müll weg. Da müssen wir auch langsam mal zusehen, dass wir das... Oh, gut, das passt noch was rein. Das ist nicht so schlimm. Hier ist schon Dünger drin, ja genau. Ne? Biomüll wird Dünger. Früher oder später. Was ist hier los? Was holt er ab? Ach, den Biogramm. Wunderschön. Er holt den Biomüll ab. Bergdorf Müllhalde, Mittel 2. Das müsste die sein, genau. So. Biomüll. Biomüllstadt. Machen wir die auch. Zack. Das ist einmal. Was haben wir hier? Restmüll, ne? Restmüll. Restmüllstadt. So haben wir das auch. So. Mal gucken, was daraus wird. Er fährt hier rüber, Biomüll. Mal gucken, was daraus wird. Biomüll. Okay. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viel da drin war. War da 1,8 Tonnen drin? Nicht, dass es sich hier sozusagen verflüssigt. Also, ne? Verdünnisiert. Das wäre natürlich nicht so schön. Also wir brauchen erstmal hier ein paar mehr Gebäude. Wie ist das eigentlich mit Schule? Schule ist Platz genug, ne? Jawohl. Kindergarten. Och, das ist alles gut. So, dann können wir die Straßen hier ein bisschen verlängern. Die Straße hier ein bisschen verlängern. Und zwar, wir machen da wieder Kies draus. Ach, Kieswerk wollen wir auch noch bauen. Warum sagt ihr sowas denn nicht? Den verlängern hier. Den wollen wir auch mal verlängern hier. So. So, ne? Das lassen wir so bleiben. Dann bauen wir hier mal nochmal 2 Gebäude rein. Sub und Sub. Hier nochmal hin. Wasser und Strom und das ist da. Da einmal hin. Und einmal auf der anderen Seite, ne? So. Ach, wie schön. Na gut. So, haben wir. Siehst du wohl. Jetzt laufen die natürlich nicht zum... Wo ist denn der Müll eigentlich? Wo haben wir denn den Müll hier? Der Müll ist da hinten. Die laufen garantiert nicht bis da hinten, ne? Garantiert. Natürlich nicht. Wir brauchen nochmal Müll. Hier brauchen wir noch eine Müllhalde. Nein, eine Sammelstelle. Und zwar... Was haben wir hier denn? Eine kleine, eine große, ne? Die nutzen wir hier doch mal genauso. So. Hier nochmal eine Müllsammelstelle hin. So. Sieht auch gleich schon viel besser aus. So, Biomüll, 1, 2, 3, 4 Tonnen. So, haben wir auch. So, die machen sich auf die Socke zur Arbeit. Sehr gut, Freunde. Ihr seid die Besten der Besten. Jetzt kriegen wir langsam mal hier ein bisschen mehr Arbeit da rein, hoffentlich. Warte, was hast du mit? Keiner ist wenig. Keiner ist echt wenig. Warum steht er da rum?
9. Ja, es fährt ein Wirbelsprint los. Alles klar. Gut. Sind die dann so weit, die sind auch so weit zufrieden, ne? Spiritualität. Was auch hier? Ach, wir haben keine Kirche. Kirche. Das ist auch ein Ding, warum hier keine Kirche drin ist, ne? Ist ein Ding, ist das? Kirche. Zeige alles an. Kirche. Wo ist die Kirche? Da ist die Kirche. Genau. Und zwar, was haben wir hier denn? Das ist eine ganz schicke. Die finde ich richtig cool. Die gefällt mir richtig. Und die bauen wir. Oh, der ist groß. Warum ist die so groß? Leute, warum ist die so riesig? Die ist aber echt monströs. Monströs groß. Die kommen auch überall hin, ne? Wenn wir die hier, wenn wir die hier mitten ins Wohngebiet pflanzen, das Teil. Ich finde die schick. Die sieht gut aus. Komm her, wir bauen hier eine eine Kirche, kein Müll. Eine Kirche rein. So, dahin. Das ist mal eine richtig schicke Kirche, finde ich. Die habe ich heute gefunden. Wenn sie denn fertig ist. Die Kirche. Komm, bau fertig. Ach schon, ach schon. Oh, was ist denn hier los? Da müssen wir noch mal hier eine Sekunde. Auf Blick, So. Palim, palim. Und? Da ist sie. Sieht doch gar nicht mal so doof aus. So mittelmodern, ne? Mit Glockengelöte. Drehst du am Rad? So. Soweit so schön. Das haben wir. Das ist schon mal großartig. Dann läuft das hier unten auch ein bisschen, ne? Ja, hier läuft das ein bisschen. Hier auch. Jetzt können wir mal anfangen, ein bisschen Kohle zu verkaufen. Wir müssen ja ein bisschen Kohle verkaufen. Das nützt ja alles nichts. So, und dafür brauchen wir Vertriebsbüro, ne? Ja, der Verteilbüro heißt das Teil. So ein Ding. Das können wir gerne mal hier oben hinbauen. Weil hier oben wird nicht mehr... Eigentlich so darf ich gar nicht so voll bauen, ne? Wir wissen ja auch gar nicht. Andersrum können wir hier drüben noch ran, wenn wir mit dem Zug nachher raus wollen. Wir brauchen ein Verteilbüro. Wie ist das denn hier drüben? Hier drüben passt es doch hin. Brauchen wir eh hier drüben. Warte mal, dann lieber ein bisschen hier hoch, ne? Ach, das ist wieder so eine Problematik. Problematik. Ne, wir bauen es hier hin. Komm her. Dahin. Und dann müssen wir auf jeden Fall anfangen und, dass wir selber bauen können. Weil das ist genug hier. Wir haben reichlich selber hier bauen lassen. Das reicht. Weil wir müssen anfangen, dass wir hier schnellstmöglich halt eben mal exportieren, dass wir Kohle, also, ja, Geld ins Portemonnaie kriegen. Weil so viel ist hier noch nicht los, ne? Dass wir hier... Warte mal, jetzt machen wir es andersrum. Kriegen wir hier... Du musst nochmal tanken fahren, ne? Mit 3 Leuten. Okay. Wie ist das mit dir hier oben? Hast du noch Leute mit? Hast du. 7 Mann, alles klar. Das läuft jetzt. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jetzt wollen wir mal Geld verdienen. Und zwar... Export. Export. So, alles was da ist, was Überschuss da für uns ist, das nehmen wir dann mal hier raus. Jetzt ist es hier zu tun, ne? Jetzt kommt es mal richtig in Schweiß. Das ist gut. Und wir haben hier Plus. Wir machen einen Plus gerade. Das ist großartig. Endlich. So, jetzt brauchen wir hier mal Fahrzeuge. Und zwar, wir brauchen offene Ladefläche für den Kipper. Kipper. Was haben wir denn hier? Ach, die sind zu langsam. 35 km/h. Nee. 10 Tonnen. Was haben wir hier? 7,5 hast du nicht gesehen. Das ist schon interessanter, ne? 25 Tonnen, aber die laufen 30. Das ist gar nichts. Die brauchen wir. So. Die machen wir voll und sagen mal, wo er hinfahren soll. Und zwar. Dahin. Ach nee, warte, das ist verkehrt. Da sollst du hinfahren. Und dann dahin. B-Laden entladen. So. Fahrt ihr los? Ihr fahrt los. Ist großartig. Das Gebäude hat keinen Strom, macht aber noch nichts. Ah, die fahren los. Wie ist denn das? So. Wir müssen auch, wie gesagt, eine Werkstatt noch zusammenbasteln. Weil die Dinger werden ja irgendwann mal alt, ne? Ich meine, noch ist noch alles frisch, ne? Noch dürfte das nicht sein. Schön sind nicht durch den Kreisverkehr mit 50. Darfst du ruhig ein bisschen schneller fahren. Ne? Kein Problem.
Wir machen Gewinn jetzt gerade. Das finde ich großartig. So soll es auch bleiben. Mach mal voll. Was kriegen wir da raus? So viel ist es nicht. 165. Immerhin. Ne? Kleinvieh macht auch und so, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Kleinvieh macht auch Mist. So, wie gesagt, die Kohle brauchen wir später auch für alles mögliche andere. Gell? Was haben wir hier drin? Läuft. Haben wir hier noch Müll drin? Absetzcontainer mit Müll. Warte mal, das müssen wir ja oben auch mal kontrollieren. Da, ach, da kommt er. Ja, großartig. Er kippt den Mist auch hier oben rauf. Sehr gut. Sehr gut. Was mal, was haben wir denn für Fahrzeuge für Müll? Das wäre nochmal interessant zu sehen. Alles anzeigen, haben wir denn was für Müll? Müllwagen. Haben wir da was anderes? Wenn ich Kipper nehme, was können die denn laden? Können die auch Müll laden? Bauschutt? Nee, Müll können sie nicht laden. Jetzt die Frage. Wie kriegen wir den Müll am besten von da weg? Müssen wir die mit dem Müllwagen da runtergurken? Müssen wir die mit dem Müllwagen runterfahren? Sechsmal Dünger kriegt er mit. Wenn ich das hier wegsammle, dann müsste das noch runterfahren, oder? Was haben wir sonst noch hier? Abgedeckte Ladefläche. Ja, man muss mal gucken, ne? Wir wissen ja gar nicht, was hier. Was bei Betonwagen, Erntemaschine, Feuerwehrflüssigkeit, hast du gefangen, das Problem. Holz, Kipper. Kipper will er nicht. Offene Ladefläche. Die erst recht nicht. Plastikmüll will gehen. Kühlwagen. Vielleicht ein Kühlwagen. Oder ein Krankenwagen? Hm, eventuell. Nee. Was haben wir denn für Dollars? Haben wir denn Dollars auch so etwas in der Richtung? Betonmischer, Kipper, nee. Staubgutbehälter. Naja, gut, das wäre ja eigentlich. Staubgutbehälter wäre ja auch sowas gewesen für na, sehr so schön. Für Asche, ne? Ich denke mal sowas. Pass mal auf, dann müssen wir hier nochmal Müllwagen organisieren. Und zwar die Jungs hier, die wollen ja so eine Öl, den Müll wegfahren. Der hier langsam mal so ein bisschen, ne, voll wird. 2,3 Tonnen. Okay. Wo fährst du hin? Was holst du ab? Standardmüll. Und zwar hier oben, ne? Nee, warte mal, wo fährst du denn? Wo haben wir denn noch Müll? Ach ja, da. Universum, wir müssten nicht die Fahrzeuge sagen, was sie beladen können. Ja, ja, das tun sie ja. Die sagen ja, was sie haben, ne? Aber die sagen dir nicht, was. Ach, warte mal, hier oben wurde was ab. Das Gericht war voll. Oh. Lauft ihr faulen Säcke nicht darunter? Seid ihr jetzt hier? Ach, warte mal, weil wir hier die verkehrten Straßen haben. Na, so, warte mal, müssen wir hier mal kurz organisieren. So und so und so. So. Fußweg eventuell. Ja, hier vorne. Lauft ihr jetzt zum Müll hin? Kriegt ihr das hin? Kriegt ihr das geregelt, dass ihr da hinlauft? Natürlich nicht. Ist ja auch zu weit weg. Ist ja auch furchtbar. Die laufen ja auch nicht so weit. Ist ja auch ein Ende, ne? Aber das ist ja großartig, dass er denn da hinfährt. Das ist hier genauso, ne? Ja, genau. Hier fährt er auch los. Holt den Müll ab. Können die auch machen. So, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Soweit, so gut. So, was haben wir hier? Ja, die Kirche produziert keinen Müll. Naja, klar. Ja, das nennt man anders. Gut, so, was haben wir hier? Gebäude hat keinen Strom. Was? Was? Kein Strom? Wie? Kein Strom? Was? Wir haben keinen Strom hier. Warte, warte, warte. Was ist denn das hier? Wo hast du den Strom her?
Ach du Himmel, das ist kein Saft. Saft, wie viel Strom. Oh, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja einen Verteiler irgendwo hier rumstehen, ne? Hier unten ist einmal Stromverteiler und hier auch einer. Wir brauchen noch mal Strom da oben hin. Ach, wie schön. Na, warte mal. Dann lass uns doch mal gleich ganz hier oben hin hocken. Oder mal irgendwo hier, ne? Warte mal, das müssen wir ziemlich weit hoch haben, ne? Das hier, dahin. So. Da mal Strom hin. Und ein bisschen Kabel, ne? Weil gar nicht so voll verkehrt. Ich glaube, ne? Das wäre schon mal eine ganz tolle Sache. Kriegen wir da Strom hin? Jawohl. Mach. So. Oh Gott, das wäre jetzt wieder weggeschaut. So. Alles klar. Diese, also, guck mal hier. Wunschlos glücklich. Nichts zu meckern. Na gut, ein bisschen mit Kirche. Aber die Kirche ist ja da. Aber nicht zu quaken, ne? Die sind mit der Schwimmhalle hier vollkommen zufrieden. Die sind da vollkommen, also das ist, die sagen sich auch, ey, voll krass gute, ne, Schwimmhalle, die können wir gut gebrauchen. Wasser, wie gesagt, haben wir auch gut. Abwasser. Irgendwo haben wir hier eine Pumpe, ne? Ich weiß mal nicht mehr wo. Ach hier, warte mal, da ist doch was. Ne, warte mal. Untergrund, komm, hier zeig mal. Da. Super, so. Haben wir auch. So, das wird transportiert. Ich müssen wir erstmal. Wir müssen mal sehen, dass wir den Müll hier mal loswerden. Und warte mal. Müll. Lass mal hier. Biomüllgeschichte, wo war es hier? Kunstdünger. Da. Kompostanlage. Da müssen wir gleich mal schauen, was wir da machen. Kommt hier nochmal Raum auch. So, warte mal, Sekunde, ich bin gleich wieder da. Uiuiui, sorry, sorry, aber es musste sein, kurz Telefon. Ach, immer denn, ne? Immer denn ist hier ein Telefon. So, warte mal, jetzt haben wir hier. Hier ist ja die Müllgeschichte, ne? Warte mal, hier waren wir. Da. Kunstdünger, hier, Kunstdünger, da. Kunstdüngerfabrik, das brauchen wir, ne? Kompostieranlage. Die macht aus Biomüll, macht die Dünger. Ach, die brauchen auch noch. Die brauchen auch Chemikalien oder was? Ach, du Schande. So, was haben wir? Das ist aber, ne, übersichtlich kleines Gerät. Das muss ich mal sagen, gefällt mir. Das finde ich schon mal sehr gut. Das Dumme ist ja, wo hat er seinen Ausgang? Der Ausgang ist ja ganz woanders konfiguriert. Warte mal, da brauchen wir. Warte mal, können wir da mit Absatzcontainer hin? Ne, wenn wir da eine ganz normale Müllgeschichte hinbauen, wo ist denn Müll? Müllhalde klein. So eine kleine Müllhalde. Ne, dass die da den Biomüll sozusagen hinfahren, den kann er ihn gleich verarbeiten. Quatsch. Warte mal, da ist doch der Wurm drin. Da ist doch der Wurm drin. Da ist doch der Wurm drin, garantiert. Hier, da. Kompostanlage, was haben wir denn hier? Warum haben wir nur einen Ausgang? Warum haben wir nur einen Ausgang? Doch wieder mal, wissen wir wieder mal, ne? Maximale Produktion pro Tag 25 Tonnen. So, da sind 25 Leute arbeiten da, die sortieren den Rolls, stampfen das Kleine oder was weiß ich, was sie damit machen. Da haben wir Müllkippe Import, 50 Tonnen Biomüll. 50 Tonnen Biomüll passen da drauf, und das ist natürlich nicht schlecht. Export haben wir hier einmal gemischten Müll und einmal Absatzcontainer für Müllexport. Dünger, 39 Tonnen.
dann können wir 50 Tonnen, ne? Da können wir sagen, das Ding da mal hinstellen und sagen, hier, fahrt den Kramer da hoch. Dann bauen wir da eine Mülltonne, die kleine Mülltonne dran. Hier, Quatsch, hier, die Müllhalde. Was geht da rein? 80 Tonnen. Die nutzen wir doch einfach mal. Die nutzen wir einfach mal so mit. Ne? So. Ziehen das ein bisschen zurück hier. So. Dann die. Jetzt ist wieder schlecht Wetter. Das regnet wieder wie Hölle hier gerade. Kompostieranlage, da ist er. So, wenn wir die dann nutzen und sagen hier, ne, da wirst du das gleich verarbeiten. Bisschen Panne eigentlich, ne? Irgendwo ist das ein bisschen Panne gerade. Aber na gut. Ist halt so. Das haben wir denn das hier. Hier müssen wir auch wieder Leute hin. Wir müssen sowieso Leute hier hochschicken. Das ist irgendwie schwer, keine Rolex. Dann brauchen wir hier eine Straße runter, dass das verbunden ist. Dann haben wir das nämlich zusammen. Dann können die schon mal den Müll da hochfahren. Der kann da schon mal weg. Dann kann das schon mal dahin nämlich. Und dann haben wir nämlich, müssen wir halt eben noch mal eine Station bauen, wo wir den Dünger hinfahren. Aber das können wir theoretisch gleich in die Felder setzen, die wir irgendwann mal bauen werden. Noch nicht, aber die bauen wir noch. Dann haben wir die auch mit dran. Wir werden die Straße hier nochmal verlängern, und zwar daran. Dann haben wir hier nämlich eine kleine Autobahn. Dann brauchen die nicht so weit fahren, wenn sie den Kram hier runterfahren sollen. Gell? Und zwar... Kriegen wir das ein bisschen in wunderschön hin? Oder so ein bisschen? Also vielleicht so? Ja, so ist gut, ne? So, zack. Dann macht das mal auch hier. So. Dann haben wir das mit dran. Und die dürfen auch nochmal gebaut werden in schön, ne? So, zack. Zack, zack, zack. Von mir aus auch hier runter bis dahin. So. So, haben wir. Jetzt müssen wir nochmal kurz hier Fahrtwege-Geschichten machen. Und zwar hier. Wupp. Dahin. So. Und hier genauso. Pass mal, wir müssen die Straßen mal hier anbauen. War das jetzt hier, ne? Einmal dahin. Und einmal dahin. Das machen wir genauso. Wenn es denn geht. Ja, ne? So. Und einmal dahin. Hier auch. So. Dann haben wir auch die Sache ein bisschen verkürzt. Dann können sie auch da rumgurken. Bis da hinterhin. Und hier müssen sie halt eben, warte mal, Kies. Kies machen wir so. Dann haben wir die auch soweit. Er hat kein Trinkwasser, ist klar. Da fehlt das, die ganze Wassergeschichte fehlt hier. Sind auch noch keine Leute am Arbeiten. Aber das ist nicht so ganz das Tragische. Wir brauchen erstmal die andere Geschichte hier. Wir brauchen erstmal, was ist das hier? Kapazität Müllhalde. Wir sollten jetzt mal anfangen. Was haben wir? Machen wir einen Plus gerade? Ja, wir machen einen Plus. Oh, wir machen einen Plus. Sehr gut. Wir machen ein bisschen Plus. Wir müssen sehen, dass wir hier... Immer noch das gleiche Problem, ne? Immer noch das gleiche Problem. Dass sie das noch nicht gefixt haben, das finde ich so ein bisschen ärgerlich. Fällt immer nur einer raus. Einer rein und raus. Hier drin bewegt sich nicht viel. Also die anderen Sachen sind alles ein bisschen optimiert, aber das hier irgendwie nicht. Schade, ne? Junge, Junge, Junge. Das ist ein bisschen doof. Muss ich echt mal sagen. Ist ein bisschen doof. Jetzt fährt der eine rein. Jetzt müsste normalerweise der nächste schon hinterher fahren. Dass er auch dann jetzt seinen Platz sucht. Aber das läuft irgendwie nicht. Schade. Dass die das noch nicht optimiert haben, finde ich echt ein bisschen... Naja, gut. Ach, man soll sich nicht immer, ne? So, was ist das hier? Gemischter Müll. Ach, er fährt hier oben hoch. Guck mal einer an. Ist hier Müll so viel oder was? Na gut, immerhin, ne? Dass er schon ein Meckern anfängt. Mindestens ein Müllcontainer ist voll. Ja, gut. Mein Gott. Haben wir Biomüll? 0,05 Tonnen. Immerhin, etwas. So. Das füllt sich so langsam auch hier. Und unsere Stadt, das wächst und gedeiht, ne? Ja, doch, das, man sieht's, ne? Ja, haben wir bei Mutti wohnen bestimmt noch nicht, weil wir haben noch Platz genug zum Wohnen. So, was haben wir hier als Kinderchen? 92, 100, 9, 92. Ja, aber wir haben noch keine... wir müssen noch eine Uni bauen. Wir müssen noch eine University bauen. Da kommen wir nicht drum rum. Ach. Universum, das gibt eine Mod.
das den Zugang zum Grenzübergang optimiert. Allerdings muss man da nicht nur das nur den Mod installieren, sondern auch irgendwo eine Datei austauschen. Ja, habe ich auch schon gesehen. Habe ich auch schon gesehen. Aber wäre natürlich schöner, wenn das vom, ja, vom Werk aus kommt, wenn man so will, ne? Wenn die das selber machen und sagen, hier, ne, die sind da, optimier die mal. Dann wird das schon echt cool sein, aber na gut, ist nicht. So, wir machen auf jeden Fall ein schönes Plus, ne? Ein schönes Plus, aber immerhin, das läuft in die richtige Richtung. Ne? Ich würde sagen, ja. Den Strom, den wir nicht brauchen, den verkloppen wir hier. Die natürlich ist nicht so lagebricht. Oh, was ist denn hier los? Das Gesundheitsministerium warnt von einer zunehmenden Zahl kranker Bürger. Derzeit scheint die Infektion das Wohlergehen der Patienten jedoch nicht ernsthaft zu beeinträchtigen. Es scheint, als wäre diese Krankheit nicht sehr ansteckend und... Ja, ja, ja. Ich krieg mal alles hin. Alles gut. So, alles gut. So, mal schauen. 21 und 0. 0 ist wenig. 0 ist übersichtlich wenig. So, was hast du hier? 3. Immerhin. Immerhin. Gut. Soweit so gesund, ne? So. Soweit so gut. Was haben wir jetzt gerade? Wir haben April. Wie gesagt, hier wird noch einiges passieren in der Stadt hier. Ne, wir haben hier drüben auch noch Platz, so ne, das Haus zu bauen. Mehr Wohnungen, Wohnungen, Wohnungen. Und dann werden wir hier auch mal einen Bahnhof reinfummeln. Rein operieren. Müssen wir sehen, wie wir das machen. Am besten. Ich denke mal so in diesem Bereich hier hinten. Ne, weil das ist ja auch für alle begehbar. Ne? Da können sie alle hinkommen. Gut, wir haben jetzt die nur nach 15 Fußwege. Da fehlen natürlich jetzt nur... Das ist nichts, ne? Die laufen wesentlich weiter. Ja, wesentlich. Wesentlich. Das gefällt mir echt schon mal. Das finde ich schon mal richtig cool. 420 Meter. Guck mal, wie weit die laufen. Das finde ich super, dass das mit dem Beton wegen. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Gefällt mir total. Da kannst du echt, brauchst du nicht mehr so eng zu bauen, nicht mehr so dicht das zu pflanzen. So, aber soweit so gut. Das haben wir. Und die Zeit ist wieder durch. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wenn es gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt es in die Kommentare und nicht vergessen auf den Abo-Button drücken. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Produktion eingestellt. Bestimmt hier, ne? Ja, ja, keine Arbeiter. Oh mein Gott, warum? Aber da kommen doch schon wieder welche. Das musst du nur kurz mal abkühlen. Ist auch ein bisschen warm da drin, ne?